Hallo und herzlich willkommen zu ATV Nachrichten am Dienstag. Schön, dass Sie auch heute eingeschaltet haben. Das sind die Themen der nächsten 30 Minuten. Trunkelsberg ist grün. Unterallgäuer Gemeinde stellt ersten grünen Bürgermeister. Integration spielend leicht. Memmingen feiert 25 Jahre integrativer Kindergarten und neuer Glanz für alte Häuser. Kaufbeuren fördert Sanierung von denkmalgeschützten Gebäuden. Seit dem 1. Mai sind die neuen Bürgermeister im Amt. Und da geht es Ihnen genauso wie anderen Mitarbeitern. Sie müssen sich erstmal an den neuen Arbeitsplatz gewöhnen. Neue Räume, andere Tätigkeiten, viele Termine. Auch Roman Albrecht muss sich erst noch in die Amtsgeschäfte einarbeiten. Er ist der neue Rathauschef in Trunkelsberg bei Memmingen und geht damit in die Geschichte Schwabens ein. Warum? Das zeigen wir Ihnen jetzt. Mit dem Fahrrad zur Arbeit. So beginnt für Roman Albrecht aus Trunkelsberg der Tag. Bis zu seinem Arbeitsplatz ist es nicht weit, er muss nur ein paar Straßen durch sein Heimatdorf fahren. Diesen Weg legt er aber erst seit dem 1. Mai zurück, denn Roman Albrecht ist der neue Bürgermeister von Trunkelsberg. Mit knapp 52% setzte er sich bei der Wahl gegen seine Konkurrenten durch. Das Besondere daran, der 55-Jährige gehört den Grünen an. Somit ist Roman Albrecht der erste grüne Bürgermeister in ganz Schwaben. Seine neue Arbeit und der tägliche Gang ins Büro sind für ihn allerdings noch gewöhnungsbedürftig. Es wird jetzt langsam normal. Am Anfang ist es ungewöhnlich, weil wird dann eine andere Position angesprochen. Aber ich denke, dass wenn Sie von der Presse wieder weg sind, dann kommt die Normalität und dann spielt sich's wieder ein. Nett ist es, weil die Kinder haben dieses Problem nicht. Da bin ich weiter hinter Albrecht mit der Mütze und mit dem Fahrrad. Und ich denke, wenn jetzt ein bisschen Zeit ins Land geht, dann bin ich das beste Gemeindebürger auch wieder und dann ist wieder gut. Die Bewohner von Trunkelsberg kennen ihn. Und auch in der Politik ist er nicht fremd. Seit 18 Jahren ist Roman Albrecht Mitglied im Gemeinderat. Seine Zugehörigkeit zu den Grünen fand er schon während seines Studiums zum Sozialpädagogen. Denn die Themen, die ihn umtrieben, fand er in keinem anderen Parteiprogramm. Zu der Zeit war in Landshut natürlich Atomkraftwerk Thema Nummer 1, Wackersdorf, Nachrüstung. Dann war ich auch bei Amnesty International in Landshut jahrelang in der Gruppe aktiv. Also Thema Menschenrecht, Umweltschutz, Atomenergie, Friedenspolitik war quasi so der Einstieg, weil es einfach damals an Themen aktuell war. Und das hat sich dann einfach so weiterentwickelt. Also wenn man an den Themen dran ist, dann bleibt man dort. Aktuell ist er vor allem an einem Thema dran, dem Trunkelsberger Wasserturm. Vor gut einem Jahr wurde die dazugehörige Quelle saniert. Das Quellwasser reicht aber nicht für den ganzen Ort. Ein Drittel des Dorfes muss immer noch auf Wasser aus dem nahegelegenen Memmingen zurückgreifen. Da dieses Wasser einen höheren Härtegrad hat, fühlen sich einige Bürger benachteiligt. Abhilfe soll nun ein zusätzlicher Trinkwasserbehälter schaffen. Das, was wir jetzt in der Planung haben, durchsetzen können, wird man quasi das Stadtwasser in dem großen Behälter, dem Quellwasser, zumischen, also einen kleinen Prozentsatz einfach. Und wir haben eine Wasseruntersuchung gemacht. Und die Wasserwässer vertragen sich quasi chemisch, gibt also kein Problem. Dann haben wir quasi, hätten wir im ganzen Ort die gleiche Wasserhärte und die gleiche Wasserqualität. Wenn wir das mal vom Tisch haben, denke ich, wird der neue Gemeinderat auch erleichtert sein, wenn man dann den Rücken frei hat und sich auf neue Aufgaben, und da haben wir noch genügend vor uns, konzentrieren können. Der Wasserturm in Trunkelsberg. Nicht das letzte grüne Projekt von Bürgermeister Roman Albrecht. Integration und Inklusion sind heutzutage in aller Munde. Das Ziel ist einfach, jeder Mensch soll die Möglichkeit erhalten, sich vollständig und gleichberechtigt an gesellschaftlichen Prozessen zu beteiligen. Einfacher ausgedrückt, niemand soll wegen Herkunft, Alter, Geschlecht oder individuellen Fähigkeiten benachteiligt oder am Rand stehen gelassen werden. In Memmingen wurde dieser Gedanke bereits vor 25 Jahren umgesetzt, mit einer integrativen Gruppe in der Westermann Kindertagesstätte. Dieser Jahrestag wurde heute gefeiert. Für die Kinder der Westermann-Kita ist es ganz normal, nicht normal zu sein. Der Spruch, jeder ist irgendwas zu viel, jeder ist irgendwas zu wenig, jeder ist irgendwie nicht normal, empfängt die Besucher der Kindertagesstätte in Memmingen. Und er trifft damit eine ganz einfache Wahrheit.
Hier ist niemand, der ganz normal ist. Genau das ist normal. Dieser Gedanke wird auch in den integrativen Gruppen der Kita gelebt. Heute feierten sie ihr 25. Jubiläum. Also man hat ja gedacht, es wird vielleicht etwas kompliziert, aber es geht mit unserem Personal sehr gut. Es geht mit den Kindern noch viel besser. Die Kinder sind wirklich, und das zeigt sich, dass Inklusion doch richtig ist, die Kinder haben keine Tabus. Und was mich besonders freut, dass auch die Eltern so aufgeschlossen waren und das von Anfang an wirklich mitgetragen haben. Ohne die Eltern wäre es gar nicht gegangen. Um das Jubiläum zu feiern, machen sich die Kinder auf in Richtung Stadtbibliothek. Dort haben sie zusammen mit ihren Erzieherinnen eine Ausstellung vorbereitet und zur Eröffnung zwei Lieder einstudiert. Bei uns ist die Waldpädagogik ganz wichtig im Haus, weil unsere beiden integrativen Gruppen in den Wald gehen. Und dadurch haben die integrativen Gruppen den Waldtag einfach dargestellt. Und das ist ganz arg wichtig bei uns im Haus, bei den E-Gruppen einfach. Dann wird der Wald erkundet, dann wird gearbeitet, geschafft, gewirkt, was die Kinder entdecken. Es wird einfach erkundet und erforscht. Und also da machen die Kinder ganz viele wichtige Erfahrungen. Und das ist gerade für die integrativen Kinder auch ganz arg wichtig. Mit ihrem ersten Lied luden die Kinder Oberbürgermeister Ivo Holzinger und die anderen Gäste dazu ein, mit ihnen dieses Jubiläum zu feiern. Vor knapp 30 Jahren wurde der Gedanke zum ersten Mal besprochen. Von da an beschäftigte sich ein Förderkreis mit der Umsetzung. Bis mehrere kleinere und größere Hürden überwunden waren, verging noch einige Zeit. Im Kindergartenjahr 1988-89 gab es sie dann, die erste integrative Gruppe im Westermann-Kindergarten. Also damals war die Finanzierung Neuland. Wir haben dann Vereinbarungen mit dem Bezirk Schwaben getroffen und dem möchte ich an dieser Stelle auch herzlich danken, dass er dann sehr entgegenkommend war. Und die Stadt hat natürlich auch, gerade was die Personalkosten angeht, hier etwas draufgelegt. Heute ist es im Grunde geregelt durch das BAIKI-BIG, das Bayerische Kindergartenbildungsgesetz, wonach ja mit unterschiedlichen Faktoren praktisch die Inanspruchnahme durch die Kinder, ist ein bisschen sehr bürokratisch alles, so wie es klingt, wird es bewertet und dadurch ist die Finanzierung gesichert. Die Ausstellung zum Jubiläum ist bis zum 24. Mai in der Stadtbibliothek Memmingen zu sehen. Neben einem Rückblick auf die Geschichte der Gruppen wird die aktuelle integrative Arbeit in den Memminger Kitas vorgestellt. Aktuell gibt es in 7 Kitas und 3 Kinderhorten zusammen 17 integrative Gruppen. Wer sich ins Vereinsregister einträgt, sollte genau schauen, wer im Anschluss die Rechnung verschickt. Denn Betrüger versuchen damit Kasse zu machen. Eine Mutter in Kempten hat das jetzt erlebt. Sie hat einen Förderverein eintragen lassen. Ein paar Tage später kam die Rechnung. Über 350 Euro sollte sie zahlen. Den genannten Ansprechpartner gab es bei Gericht aber nicht. Außerdem war das Empfängerkonto in Bulgarien. Vor der IBAN stand das Kürzel BG und nicht DE für Deutschland. Die Mutter wurde misstrauisch, zu Recht. Denn kurze Zeit später kam die tatsächliche Rechnung über 75 Euro von der Landesjustizkasse in Bamberg. Die ist dafür zuständig. Lesen Sie also auf jeden Fall das Kleingedruckte und fragen Sie lieber einmal zu oft nach. Weitere Meldungen aus der Region gibt's gleich in ATV Kompakt. Die Entscheidung, mich lasern zu lassen, war nicht einfach für mich. Nach der Operation bei Dr. Zenk und Dr. Pfeffel war ich am nächsten Tag wieder arbeiten. Ich bin Zahnärztin, da ist es wichtig, richtig gut zu sehen. Und das hat alles perfekt geklappt. Ein neues Lebensgefühl und ich bin sehr happy. Waffenbär, das Haus der Jagd und Tracht. Feiern Sie fröhliche Feste mit Dirndl und Lederhosen von Waffenbär. Waffenbär, das Einkaufserlebnis in Kempten. As we take first steps, we start to realize we live our dream. Going on, we'll find our way. Diese
Sattelkompetenz, Ihre Nummer 1 für ergonomisches und bequemes Sitzen auf Fahrrad und Hometrainer. Mit jahrelanger Erfahrung, speziell angepassten Sitzlösungen sowie modernster Messtechnik sorgen wir für beschwerdefreies Radfahren. Bei Sitzbeschwerden, eingeschlafenen Händen, Rücken- und Nackenproblemen oder anderen gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Wir ermitteln Ihre optimale Sitzposition sowie Radgeometrie. Nicht vergessen, Termin vereinbaren. Die Sattelkompetenz, zweimal im Allgäu. Radl Stadl Dickenreishausen. Mehr Auswahl, mehr Leistung, mehr Service. Radl Stadl Dickenreishausen, A7 Ausfahrt Memmingen. Traumhaft Reisen mit Arnold, Ihr Reisepartner in Dietmannsried. Für jeden das passende Rad. Radlstadl. Dickenreishausen. Radl-stadl.de. Die Meldungen vom 6. Mai 2014. Zwei Polizeibeamte sind gestern Abend durch freigesetzte Dämpfe aus einem kleinen Drogenlabor in Kaufbeuren verletzt worden. Die Beamten waren von der Mitarbeiterin eines Pflegedienstes gerufen worden. Diese war von dem 25-jährigen Enkel ihrer Patientin angegangen worden. Die alarmierten Beamten entdeckten daraufhin mehrere Chemikalien im Badezimmer. Da unklar war, um welche Substanzen es sich handelte, wurden Spezialkräfte des LKA verständigt. Der 25-jährige Besitzer des Labors wurde in das Bezirkskrankenhaus eingewiesen. Insgesamt konnten 100 Gramm Drogen sichergestellt werden. In Erolzheim bei Memmingen ist gestern Morgen ein Supermarkt überfallen worden. Gegen 6.15 Uhr hatte ein maskierter Mann den Lagerraum des Markts betreten und die Angestellten mit einer Pistole bedroht. Die Mitarbeiterinnen des Supermarkts händigten dem Täter daraufhin das Wechselgeld aus. Anschließend flüchtete er zu Fuß. Der Gesuchte ist laut Polizei etwa 25 Jahre alt, 1,60 Meter groß und sprach mit südländischem Akzent. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jeans, einer schwarzen Fleecejacke und einer schwarzen Sonnenbrille. Unbekannte Täter haben in der Nacht von Freitag auf Samstag in Memmingen Reifen im Wert von rund 34.000 Euro gestohlen. Nach Angaben der Polizei wurden an 9 Fahrzeugen einer BMW-Niederlassung in der Europastraße die kompletten Radsätze abmontiert. Aufgrund der Spuren geht die Polizei davon aus, dass die Reifen über die Autobahn abtransportiert wurden. Auch an einem Fahrzeug eines Opel-Händlers wurden Reifen gestohlen. Zum Abtransport der Reifen wurde vermutlich ein Kleintransporter verwendet. Hinweise nimmt die Polizei in Memmingen entgegen. Die Elektrifizierung der Südbahn im Landkreis Lindau schreitet voran. Für den dortigen Planfeststellungsabschnitt 5 liegen die Unterlagen aus. Deshalb lädt die Deutsche Bahn interessierte Bürger zu einer Informationsveranstaltung. Sie findet am morgigen Mittwoch ab 17 Uhr im Gutsgasthaus Köberle statt. Es werden nicht nur die Unterlagen zur Elektrifizierung vorgestellt, die Planer stehen ebenfalls für Fragen zur Verfügung. Frank Backowies, der Chef des kommunalen Energieunternehmens VWEW in Kaufbeuren, muss zum 30. April 2015 das Unternehmen verlassen. Laut des Aufsichtsratsvorsitzenden, dem Kaufbeurer Oberbürgermeister Stefan Bosse, werde man den auslaufenden Vertrag des Geschäftsführers nicht verlängern. Gegenüber der Allgäuer Zeitung begründete Bosse die Entscheidung mit unterschiedlichen Auffassungen über die zukünftige Ausrichtung des Unternehmens. An dem regionalen Energieversorger sind neben der Stadt Kaufbeuren unter anderem auch die Städte Mindelheim und Markt Oberdorf beteiligt. Die Stadt Isny hat jetzt eine Verfassungsbeschwerde gegen die Krankenhausschließung eingereicht. Hintergrund ist die geplante Schließung des 19-Bettenhauses durch den Landkreis Ravensburg. Dieser hatte einen 40 Jahre alten Vertrag beendet, der Klinik einen Bestandsschutz gewährt hätte. Grund dafür ist die finanzielle Lage des Krankenhauses.
Das Haus in Isny stand schon vor 3 Jahren vor einer möglichen Insolvenz. Die Förster und Waldbesitzer im Allgäu fürchten heuer einen starken Befall durch Borkenkäfer. Laut dem Amt für Landwirtschaft und Forsten im Unterallgäu hätte der heiße Sommer im vergangenen Jahr die Ausbreitung der Schädlinge begünstigt. Aktuell überprüfen Förster, ob der Borkenkäfer auszuschwärmen beginnt. Sollte dies der Fall sein, müssen Waldbesitzer die betroffenen Bäume fällen. Wie die aktuelle Situation in den einzelnen Landkreisen aussieht, lässt sich auf der Internetseite www.borkenkäfer.org überprüfen. Das Milchzelt auf der Allgäuer Festwoche wird durch eine Milchwirtschaft ersetzt. Das jedenfalls planen derzeit die Organisatoren der Festwoche. An der Milchwirtschaft beteiligt ist unter anderem das Amt für Landwirtschaft, das laut einem Zeitungsbericht mehrere kleinere Sennereien präsentieren möchte. Wie bereits berichtet, hatte die Festwochenleitung das traditionelle Milchzelt vor 2 Jahren abgeschafft. Daraufhin hatte sich der milchwirtschaftliche Verein als Träger von der Festwoche verabschiedet. Der Prozess vor dem Amtsgericht Kaufbeuren gegen 2 Mitarbeiter des Schlosses Neuschwanstein wegen Betrug und Untreue muss verschoben werden. Ursprünglich war der Prozessbeginn für heute geplant. Da einer der Verteidiger aber sein Mandat niedergelegt hat, muss sich seine Vertreterin erst in den Fall einarbeiten. Voraussichtlich wird sich der Prozess damit auf Juli verschieben. Wie berichtet, sollen die beiden Führungskräfte in 200 Fällen Einnahmen nicht vollständig an die Bayerische Schlösserverwaltung abgeführt haben. Das war Kompakt am Dienstag und jetzt haben wir noch den Wetterbericht für Sie. Aus Westen ziehen in der Nacht Schauer auf, die Temperaturen sinken auf 10 bis 11 Grad. Der Mittwoch wird unbeständig, nur selten zeigt sich die Sonne. Die Höchstwerte liegen vormittags bei 15 Grad. Zum Nachmittag hin wird es kühler, es bleibt windig und wechselhaft mit Regengüssen. Am Donnerstag ist das Wetter wieder schöner. Immer wieder zeigt sich die Sonne bei maximal 16 Grad. Der Freitag wird zwar wärmer, dafür kann es öfter regnen. Am Samstag erwarten uns Sonne und Wolken bei Höchstwerten um 15 Grad. Alte Gebäude erzählen oft die Geschichte einer Stadt. Sie machen greifbar, wie die Menschen einst gelebt, gearbeitet und gewohnt haben. Der Erhalt solcher denkmalgeschützten Gebäude ist daher historisch gesehen eine wichtige Aufgabe der Gesellschaft. Doch oft explodieren die Kosten für die Sanierung alter Häuser. Eigentümer trauen sich den Erhalt finanziell nicht mehr zu. Hier will die Stadt Kaufbeuren aktiv mithelfen. Mit einem neuen Förderprogramm will sie Eigentümern von denkmalgeschützten Gebäuden unter die Arme greifen. In der Kaufbeurer Altstadt reihen sich wunderschöne Altbauten eng aneinander. Das ein oder andere Haus erstrahlt bereits in neuem Glanz. Denn im historischen Kern der kreisfreien Stadt wird stellenweise schon kräftig saniert und gewerkelt, damit die Fassaden der teils denkmalgeschützten Gebäude auch in Zukunft die Stadt schmücken. In manchen Straßenzügen sieht es allerdings anders aus. Hier stehen die Gebäude leer und verfallen nach und nach. Das soll sich nun ändern. Die Stadt Kaufbeuren will die Besitzer der denkmalgeschützten Gebäude finanziell unterstützen. Wir haben einen großen Bestand an denkmalgeschützten Gebäuden und sehen natürlich auch Veränderungen, würden uns aber mehr Impulse wünschen. Wir sehen, dass es wirklich auch Gebäude gibt, die zerfallen und sind da natürlich daran interessiert, gemeinsam mit den Eigentümern gute Lösungen zu entwickeln. Und da brauchen wir den Denkmalschutz. Wir können das nicht ignorieren, dass es sich um denkmalgeschützte Substanz handelt und wollen eben einen gemeinsamen Weg mit Eigentümern und Denkmalschutz finden. Und da tut sich zurzeit einiges. Zusätzlich zu den bereits bestehenden Fördermöglichkeiten sollen nun auch die nötigen Gutachten im Vorfeld der Sanierung von Seiten der Stadt gefördert werden. Diese Gutachten sind wichtig, um die Statik und die Baugeschichte des Hauses besser zu verstehen. So kann ein genaues Konzept für das betreffende Gebäude erstellt werden und unnötige Eingriffe in die historische Bausubstanz vermieden werden.
Wenn Sie ein denkmalgeschütztes Gebäude verändern wollen, modernisieren wollen oder abreißen wollen, dann muss man wissen, über was man überhaupt redet. Man muss also Detailuntersuchungen anstellen. Diese Untersuchung kostet Geld und diese Untersuchung wird in Kaufbeuren gefördert mit bis zu 15.000 Euro je Denkmal. Und das ist wirklich ein wichtiger Beitrag, um die Hürden für Veränderungen auch nach unten zu setzen und diesen gemeinsamen Weg dann auch zu ermöglichen. Doch trotz aller Fördermaßnahmen, einige Hausbesitzer sind sich dennoch unsicher darüber, ob sie das Geld für eine Sanierung in die Hand nehmen sollen. Der neue Generalkonservator Matthias Pfeil betont, dass die Gebäude einen hohen gesellschaftlichen Wert haben und deshalb durchaus erhalten werden sollten. Diese Gebäude sind Jahrhunderte alt und haben Geschichte erlebt, haben Geschichte abgebildet. Sie sind einfach zu wertvoll, um darüber hinwegzugehen. Deswegen finde ich die Idee der Stadt Kaufbeuren mit einem Förderprogramm, rauszufinden, was man damit machen kann, als ersten Schritt ganz hervorragend. Dann hat die Stadt auch noch heute vorgestellt eine kleine Broschüre, in der Fördermöglichkeiten abgebildet werden. Das heißt, man kann sich schon überlegen, wo man eventuell dann, wenn man eine Nutzung findet für das Gebäude, auch Zuschüsse herbekommen kann. Das sind die ersten Schritte, die ganz, ganz wichtig sind. Neben der Stadt will auch der Freistaat Zuschüsse zum Erhalt von denkmalgeschützten Gebäuden zahlen, damit die historische Altstadt Kaufbeurens noch lange ein echtes Schmuckstück bleibt. Bis zur Fußball-WM in Brasilien ist es ja nicht mehr lang. In vielen Lokalen wird dann wieder zum Public Viewing eingeladen. Die Gastronomen sollten sich aber über rechtliche Regeln informieren, vor allem in Sachen FIFA-Lizenz. Wer Eintrittsgelder verlangt, braucht so eine Genehmigung. Und die muss bis kommenden Freitag beantragt werden. Darauf weist jetzt die IHK Schwaben hin. Bei der Gelegenheit sollten sich Gastronomen auch noch bei der GEMA melden. Auch da sind je nach Art des Public Viewings Gebühren fällig. Die IHK Schwaben hat die Informationen auf ihrer Homepage zusammengefasst. Öffentlich bekennen, dass man Alkoholiker ist, das macht die Gemeinschaft der Guttempler. Was eine Radtour quer durch Deutschland damit zu tun hat, erfahren Sie gleich hier bei uns. Gut geht's uns schon, uns Allgäuer. Unsere Heimat, unsere Natur und unsere Traditionen gibt's kein zweites Mal. Und erst unsere Leute. Die denken sich lieber mehr, als sie sagen. Gern bei einem Allgäuer Büblebier, unserem Bier. Allgäuer Büblebier aus dem Allgäuer Brauhaus. Unser Bier. Knobi Vital, altbewährt und hilfreich. Herzrhythmusstörungen haben sich wesentlich gebessert. Der Blutdruck hat sich gewaltig verbessert. Cholesterinwerte gesunken. Blutwerte sind normal, ganz normal. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs, vereint mit den Wirkstoffen aus Aronia-Beere, Weißdorn oder Ingwer. 2-in-1 erhält Ihre Herzfunktion. Knobi Vital. Der tägliche Schluck Gesundheit und Sie bleiben fit bis ins hohe Alter. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Garantiert keine Ausdünstung über Haut und Poren. Sie wollen Vielfalt? Dann sind Sie auf der MIA genau richtig. Die Erlebnismesse mit über 100 Ausstellern, erlebnisreichen Aktionen und guter Unterhaltung für Groß und Klein. Besuchen Sie die Messe MIA vom 16. bis 18. Mai im Stadtpark Neue Welt Memmingen. Der Eintritt ist frei. Weitere Infos unter messe-mia.de. Knobi Vital, altbewährt und hilfreich. Herzrhythmusstörungen haben sich wesentlich gebessert. Der Blutdruck hat sich gewaltig verbessert. Cholesterinwerte gesunken. Blutwerte sind normal, ganz normal. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs, vereint mit den Wirkstoffen aus Aronia-Beere, Weißdorn oder Ingwer. 2-in-1 erhält Ihre Herzfunktion. Knobi Vital. Der tägliche Schluck Gesundheit und Sie bleiben fit bis ins hohe Alter. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Garantiert keine Ausdünstung über Haut und Poren. Vorhang auf, Manege frei. Elmar Kretz präsentiert den legendären Zirkus Corti Althoff mit seinem neuen Spitzenprogramm in Kaufbeuren. Erleben Sie echten, großen, internationalen Zirkus. Rasante Motorradstunts, gefährliche Tiger, edle Pferde, Clowns und vieles mehr sorgen für Live-Unterhaltung der Extraklasse. Frank Lindemann aus Hamburg hat sich viel vorgenommen. Von Flensburg aus fährt der 54-Jährige mit dem Fahrrad kreuz und quer durch Deutschland.
Seine Mission? Den Sucht-Selbsthilfeverband der Guttempler bekannter machen. Die Guttempler sind seit 1889 aktiv im Kampf gegen Alkohol- und Drogensucht. Sie sind Zufluchtsort und Selbsthilfegruppe. Jetzt zum 125. Jubiläum hat sich Lindemann auf die lange Tour begeben. Wir haben ihn in Otto Beuren getroffen. Nach 2761 Kilometern kommt Frank Lindemann mit seinem Fahrrad in Otto Beuren an. Gestartet im hohen Norden, führt ihn sein Weg durch die ganze Republik. Sein Ziel? Möglichst alle Guttemplergemeinschaften in Deutschland besuchen. Die Guttempler sind ein Sucht-Selbsthilfeverband und der Treffpunkt in Otto Beuren markiert den südlichsten Punkt seiner Reise. Der Grund seiner Deutschlandfahrt ist ein besonderer Termin im Kalender aller Guttemplergemeinschaften in der Bundesrepublik. Die Tour haben wir am 23. März gestartet, aus Anlass des 125-jährigen Jubiläums der Guttempler in Deutschland. Und die Bewegung ist in Dänemark gestartet und dann nach Deutschland gekommen. Die erste Gruppe wurde 1889 in Flensburg gegründet. Und darum haben wir unsere Tour auch dort begonnen. Und sie soll eigentlich alle Guttempler im Lande miteinander verbinden in diesem Jubiläumsjahr, damit die alle da ein bisschen was von der Feier haben. Frank Lindemann erzählt von seiner Reise durch Deutschland, auf der er viele Guttemplergruppen besucht hat. Die Otto-Beurer-Gemeinschaft wird geleitet von Brigitte Schorer. Sie ist von Anfang an dabei und überzeugt vom Konzept der Guttempler. Denn in einem Punkt unterscheidet sich das gewaltig von dem anderer Gruppen, wie zum Beispiel den anonymen Alkoholikern. Dass wir nicht anonym sind. Wir gehen in die Öffentlichkeit. Ich stehe dazu. An meinem Arbeitsplatz überall weiß jeder, dass ich alkoholfrei lebe. Und auch weshalb. Denn ich, für mich ist der Sinn der Sache, dass ich zu dem, was ich tue und was hier passiert und was wir machen und auch wer getrunken hat, ich sage mir immer, wer denkt, das verheimlichen zu müssen, der ist noch nass im Kopf. Der hat einfach nicht begriffen, worum es geht. Es geht vor allem darum, sich mit anderen Betroffenen auszutauschen. Und da sind nicht nur die Alkoholkranken selber, sondern auch deren Familienangehörige willkommen. Denn die haben unterm Strich nicht weniger unter der Sucht zu leiden. Ja, die Suchtkranken glauben ja, dass irgendwie ihre Kinder von diesem Geschehen nichts mitbekommen hätten. Das ist genau das Gegenteil der Fall. Kinder spüren alle Spannungen im Familiensystem. Kinder übernehmen auch ganz oft Rollen, die eigentlich die Eltern ausfüllen sollten, werden viel zu früh erwachsen, können nicht mehr Kind sein. Und ganz viel verfestigt sich in der Kindheit, das dann auch dazu beiträgt, dass Kinder dann diese Rolle später mit einer eigenen Partnerin oder mit einem Partner nochmal nacherleben. So haben gerade Töchter ein sehr hohes Risiko, einen Partner zu finden, der selber alkoholkrank ist. Das Beziehungsmuster ist aus der Kindheit erlernt, erzählt Frank Lindemann. Und genauso ist es bei Brigitte Schorer gewesen. Nach einer Kindheit mit einem alkoholkranken Vater heiratete sie einen trinkenden Mann. Sie ist selber nicht süchtig, lebt aber abstinent. Genau wie Frank Lindemann. Darüber reden. Das ist für beide der Weg. Gegen eine Krankheit, für die es keine Heilung gibt. Ja, die Gespräche sind sicher hilfreich, weil man dann ja über sein eigenes Leben anfängt nachzudenken, was ist da schiefgelaufen und warum ist das bei mir irgendwie so eskaliert, dass ich jetzt irgendwie vom Alkohol abhängig bin, während andere mit dem gleichen Konsummuster das vielleicht nicht erlebt haben. Und da sind die Gespräche natürlich sehr hilfreich, wenn man dann irgendwie ins eigene Denken kommt. Manchmal sagt man einfach, auch beim Arbeiten war es jetzt einfach mal ganz schlecht und dann schlucke ich das runter, ne? Das ist ja so oft. Und während er dann hier ist und darüber reden, wir sagen, Mensch, was glaubst du, was war am Arbeitsplatz? Red drüber, erzähl's, bau das ab. Und es klappt oft, dass dann einer einfach sagt, das hat mir jetzt geholfen, jetzt brauche ich auch nichts mehr. Hilfe zur Selbsthilfe, begleiten, unterstützen. Das machen die Guttempler seit 125 Jahren. Frank Lindemann fährt jetzt zur nächsten Station nach Freising. Ende Mai endet seine Fahrt beim Guttempler-Kongress in Hofheim bei Frankfurt am Main. Bis dahin hat Frank Lindemann noch 1072 Kilometer vor sich. Gute Fahrt kann man da nur wünschen. Guten Flug heißt es morgen für die Turmuhr der St. Mang-Kirche in Kempten. Sozusagen, denn natürlich fliegt sie nicht wirklich, sondern wird mit einem Kran nach oben gezogen.
Sie ist in den letzten Wochen saniert worden und wird morgen endlich wieder befestigt. Wir sind mit der Kamera dabei. Die Bilder und die Hintergrundinformationen haben wir morgen Abend für Sie. Ab 18 Uhr im Allgäuer Kabelnetz, ab 18.30 Uhr über digitalen Satellit und im Internet auf unserer neuen Homepage www.allgäu-tv.de. Reinklicken lohnt sich, denn da finden Sie auch unsere neuen Magazine. Schönen Abend und bis morgen.